Kann Mario das schaffen? Wir werden es gleich herausfinden. Spaß beiseite, liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einem Video, wo ich den längsten Sprung in Mario Odyssey euch einmal zeigen werde, ihn ausführen werde, werde mehrere Techniken von Mario ausprobieren, um es zu schaffen. Ob es mir gelingt, werdet ihr sehen. Und solltest du noch kein Abonnent sein dieses Kanals, dann bitte ich dich einmal zu abonnieren, dann wirst du kein Video mehr über Mario Odyssey oder über Nintendo verpassen. Und zwar ist der Sprung im Bowser Kingdom auf der Insel im Himmel, was ihr eigentlich nur über ein Porträt im Cascade Königreich erreichen könnt, aber sobald ihr einmal dort wart und den Checkpoint geholt habt, könnt ihr dort einfach immer wieder hinfliegen. Und die Challenge ist es, von dieser Plattform runter auf diese andere Plattform dort drüben, ganz unten im Bowser Kingdom rüber zu springen, was hier nun wirklich eine richtig abnormale Distanz ist. Aber Leute, ich habe es probiert mit mehreren Techniken und der allererste Versuch war natürlich der Long Jump, den es seit Mario 64 schon gibt und der auch schon seit Mario 64 für geniale Sprünge gesorgt hat. Aber natürlich Long Jump viel zu kurz, also nicht mal ansatzweise an die Ebene rangekommen. Deswegen müssen andere Techniken her und dann habe ich mir gedacht, was gibt es noch klassisches? Natürlich der Dreifachsprung, Leute. Mit dem Dreifachsprung genau an der Ecke der Plattform bin ich dann auch abgesprungen, habe versucht, damit eine größere Distanz zurückzulegen, was mir auch gelungen ist, aber ihr seht hier, es ist immer noch viel, viel zu kurz, da fehlt was anderes. Und zwar eine Technik, mit der ich dann es versucht habe, war der Cappy Roll Jump, eine kleine erweiterte Sprungtechnik, die die Fans gefunden haben, mit der man auch richtig gute Distanzen zurücklegen kann, wie ihr hier seht, aber auch noch viel zu kurz leider. Wie der Sprung genau funktioniert, mit welcher Knopfbelegung ihr was macht, das kann ich euch zeigen im nächsten Video, wenn ihr Bock habt. Gibt es dazu ein Tutorial und auch noch zu einem weiteren geheimen Sprung, mit dem man noch weiter kommt, als wie mit dem Cappy Roll Jump. Wenn ihr das sehen wollt, Tutorial, dann gebt mir einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid, dass ihr Bock habt. Aber dann, Leute, hatte ich noch eine Idee, weil ich mal ein Video gesehen habe, wo einer aus dem Metro Kingdom extreme Distanz zurückgelegt hat mit einfach einer Rolle vom Dach. Und da habe ich mir gedacht, komm, das probierst du auch, eine Rolle vom Dach. Und ich bin ziemlich weit gekommen, aber auch knapp vor der Ebene leider runtergefallen. Ich habe mir gedacht, komm, du machst das jetzt nochmal und nochmal besser mit einer 45-Grad-Drehung nach links, weil Fans haben rausgefunden, dass Mario einfach größere Distanz zurücklegt, wenn er sich 45 Grad nach links dreht, beziehungsweise seitwärts fällt, beziehungsweise springt. Was auch gestimmt hat, Leute. Ich habe es letztendlich geschafft mit einfach einer Rolle. Ich bin nicht mal abgesprungen, um es zu schaffen. Also Leute, ja, es ist möglich, diese riesen Distanz zurückzulegen, aber ihr braucht nicht versuchen, irgendwie zu springen oder sonstiges, sondern einfach rollen. Ja, Leute, so leicht kann die Lösung sein. Aber jetzt seid ihr gefragt, liebe Leute, stellt mir auf Twitter oder auf Instagram richtig krasse Challenges in Mario Odyssey, beziehungsweise richtig weite Distanzen, die ich springen muss, oder weitere Boden ist Lava Challenges, die man machen kann, weil ich will Mario Odyssey einfach noch weiter spielen. Ich will dem Spiel noch einen weiteren Grund geben, es zu spielen. Deswegen sucht weiter solche Sprünge, mir macht es Spaß und ich hoffe euch auch. Wenn ihr Bock habt auf die Tutorials für die erweiterten Sprungtechniken, dann einmal einen Daumen nach oben. Damit bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.